Und darüber wollen wir jetzt sprechen, live in Alpbach mit dem USA-Experten Michael Wertz, der an sich in Washington an der Georgetown University lehrt. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Und in Berlin mit Magdalena Kirchner, der Leiterin des Afghanistan-Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, die bis vor kurzem noch in Kabul gearbeitet hat. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Wertz, der längste Krieg in der Geschichte der USA, tausende tote US-Soldaten, unfassbare Kosten, ein schmählicher Abzug und jetzt ein antiwestliches Regime an der Macht. Ist das für die USA ein zweites Vietnam? Ich glaube, das ist kein zweites Vietnam, aber es sind natürlich Bilder, die Entscheidung von Joe Biden, die er wohl relativ einsam getroffen hat, zu diesem dramatischen und relativ schnellen Rückzug. Es sind die Bilder, die ihn und seine Administration noch über Jahre hinweg belasten werden. Es ist deutlich, dass hier eine westliche Allianz, eine internationale Allianz, die legitim gewesen ist und legitimiert war durch einen UN-Sicherheitsratsbeschluss, innerhalb von 20 Jahren es nicht geschafft hat, das Land in eine Situation zu bringen, in der Afghaninnen und Afghanen selbstständig sich verteidigen können, dort aber in einer Nacht- und Nebelaktion das Land zu verlassen und fluchtartig sich zurückzuziehen, ist etwas, was für die Vereinigten Staaten, aber auch für den Westen insgesamt eine schwere Hypothek bedeutet. Frau Dr. Kirchner, die Taliban beherrschen jetzt mehr von Afghanistan als vor 2001, aber können 40, 50, 60.000 Taliban-Kämpfer dieses riesige Land mit fast 40 Millionen Einwohnern tatsächlich verwalten und regieren? Also erstmal haben die Taliban natürlich durch ihre Erfolge aus den letzten Monaten natürlich noch weitaus mehr Kämpfer und Unterstützer gewinnen können, auch Leute, die die Seiten gewechselt haben. Aber wir dürfen, glaube ich, den Sieg jetzt der Taliban nicht nur als einen militärischen Erfolg deuten. Auch politisch und was eben auch das Narrativ angeht, haben die Taliban einfach sich durchsetzen können. Also sie müssen in vielen Gebieten, werden sie auch militärisch auftreten, werden sie wahrscheinlich auch repressiv sein. Aber in vielen anderen Gebieten ist es ja ihnen gelungen, quasi ohne Waffengewalt an die Macht zu kommen. Und von daher haben sie bis jetzt die relativ besten Aussichtschancen, sich auch dort einigermaßen zu halten. Kann man sagen, wie groß etwa die Unterstützung in der Bevölkerung tatsächlich ist oder wie groß die Gefahr ist, dass das Land wieder in einen Bürgerkrieg stürzt, in einen sehr blutigen wie in den 1990er Jahren? Ich glaube, dass beides hängt ziemlich stark miteinander zusammen. Natürlich haben wir auch durch die Taliban natürlich selber, wir haben keine Situation, in der es um Umfragen geht oder Wahlergebnisse. Die Taliban haben sich bis jetzt noch nicht dazu bekannt, auf Demokratie und Wahlen zu setzen. Und die Menschen sind einfach auch sehr kriegsmüde. Das Land ist arm, das Land ist vom Krieg der letzten Jahre, Jahrzehnte gebeutelt. Die Menschen sind auch schwach und könnten sich, selbst wenn sie wollten, vielleicht nicht so widersetzen. Aber ich denke, dort, wo die Taliban jetzt in Anführungszeichen auch liefern müssen, also in der Armutsbekämpfung. Wir haben eine Dürre im Land, wir haben eine Hungerkrise und Binnenvertriebene. Ich glaube, wenn sie es schaffen, die Menschen sozusagen in ihren Grundbedürfnissen zufriedenzustellen, werden sie sich halten können. Wenn sie es nicht schaffen, ja, dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich dann auch wieder bewaffneter Widerstand formt. Professor Wertz, sprechen wir kurz über die amerikanische Innenpolitik. Präsident Biden wollte mit dem Ende eines unpopulären Krieges eine populäre Entscheidung treffen. Aber der Abzug der letzten Wochen, vor allem dann mit diesem furchtbaren Anschlag letzte Woche am Flughafen mit fast 200 Toten, der war dann doch ganz offensichtlich ein politisches Debakel für ihn. Es wird schon mit der Geiselnahme und der gescheiterten Freilassungsaktion in Teheran für Jimmy Carter 1979 verglichen. Wie sehr kann denn das mittel- und langfristig seine Präsidentschaft belasten? Für Joe Biden ist das der größte anzunehmende Unfall, der jetzt geschehen ist in der vergangenen Woche. Er hat in der Tat gedacht, dass er zum Jahrestag des Angriffes auf New York vom September des Jahres 2001, dass er dort einen mehr oder minder geordneten Rückzug anordnen kann. Das ist komplett nach hinten losgegangen. Er hat sich dabei darauf verlassen, dass fast drei Viertel der Amerikanerinnen und Amerikaner, darunter eine absolute Mehrheit von Wählerinnen und Wählern der Republikaner, für einen Abzug aus Afghanistan sich ausgesprochen haben.
Vietnam. Diese Zahl ist freilich in den vergangenen Tagen um fast 20% gesunken, nachdem die Bilder doch tiefe Spuren hinterlassen haben in der amerikanischen Öffentlichkeit. Aber es war auch der Versuch zu sagen, wir versuchen jetzt uns auf das eigene Land zu konzentrieren, die Investitionen zurück nach Hause zu bringen, diesen Krieg, der über 6,4 Billionen Dollar verschlungen hat, wenn man in Irak mit einrechnet, zu beenden. Und man darf auch nicht vergessen, dass die letzten drei Präsidenten in den Vereinigten Staaten gewählt worden sind mit dem Versprechen, diese Kriege zu beenden. Barack Obama hätte sich in den Vorwahlen der Demokratischen Partei nicht gegen Hillary Clinton durchsetzen können, wenn er nicht auf einer Anti-Irak-Kriegsposition beharrt und diese gegen Clinton ins Feld geführt hätte. Also insofern eine grobe politische Fehlkalkulation, die allerdings, zumindest sah es noch vor einigen Wochen so aus, eine solide gesellschaftliche Basis in den USA vorfand. Frau Dr. Kirchner, die Taliban präsentieren sich in den letzten Tagen ja ganz anders als vor 20 Jahren, als vergleichsweise moderat. Niemand müsse sich vor ihnen fürchten, auch im Land nicht. Aber gibt es wirklich neue Taliban? Ich glaube, die Taliban wiederholen eine Sache aus den 1990er Jahren, die man vielleicht im Ausland nicht so stark mitbekommt. Und das ist, dass sie wirklich sich als Partei von Recht und Ordnung in Afghanistan versuchen darzustellen. Und das ist eben was auf der afghanischen Seite auch anerkannt wird. Also, dass sie beispielsweise in Kabul sich gegen Plünderer stellen oder versuchen eben Ordnung und auch eine schnelle, natürliche, sehr brutale Gerichtsordnung herzustellen. Das wird schon von den Leuten auch anerkannt. Ich glaube, sie haben gelernt, in den letzten Jahren auch mit der internationalen Gemeinschaft zu sprechen, unsere Sprache zu sprechen, Dinge zu präsentieren und auch zu kommunizieren, die wichtig sind, und zeigen eben jetzt eher eine Politik oder eine Strategie der Kontinuität. Sie haben ja auch versucht, Minister aus der ehemaligen Regierung zu halten. Sie sorgen natürlich dafür, dass sie an den Schlüsselpositionen der Macht auch sind, aber zumindest von ihrer Rhetorik zeigen sie sich offener. Natürlich auch, weil sie wissen, dass sie vom Ausland abhängig sind. Aber die Frage wird natürlich sein, wie neu können die Taliban sein? Welche Kompromisse müssen die Taliban auch mit radikaleren Kräften in ihren Reihen schließen? Der Aufbau eines modernen Staatswesens in Afghanistan ist in den letzten zwei Jahrzehnten offensichtlich gescheitert, Frau Kirchner. Aber ist zumindest der Versuch der USA gelungen, Afghanistan als Basis für islamistischen Terror auszuschalten? Ich bin kein Anhänger der Theorie, dass man Terrorismus mit Drohnen bekämpfen kann oder überhaupt militärisch, sondern höchstens Symptome und Organisationen. Von daher würde ich überhaupt nicht sagen, dass das erfolgreich gewesen ist. Im Gegenteil, Sie haben ja den Anschlag vom Flughafen schon angesprochen. Und die Gründe, warum es in Afghanistan, warum sich Menschen radikalisieren, warum Afghanistan auch ein Rückzugsort sein kann, nämlich weil es Räume gibt von schwacher oder gar nicht vorhandener Staatlichkeit, die sind weiter vorhanden. Ich glaube, was gescheitert ist, ist eben, den Frieden nach Afghanistan zu bringen. Aber man hat immer weiter Terroristen oder angebliche Terroristen bekämpft. Und deswegen hat man vielleicht eine Organisation geschwächt, Al-Qaida, aber dem IS hat man jetzt sozusagen nicht nur einen Rückzugsort gegeben, sondern eben auch einiges an Propagandamaterial. Herr Wertz, haben die USA eigentlich einen Plan, falls in Afghanistan wieder dschihadistische Terrorgruppen aktiv werden? Natürlich hat der Präsident in keiner Weise zukünftige Militärschläge ausgeschlossen, aber man muss auch das sehr ernst nehmen, was Frau Kirchner gerade erwähnt hat, dass die US-amerikanische Strategie, die sich vornehmlich auf das Militärische und auf die Counter-Terrorism-Aktivitäten, also die gegenterroristische Zellen gerichtete militärische Strategie ausgerichtet hatte, dass das nicht genug war. Man muss sich auch erinnern, dass in den ersten 4 oder 5 Jahren nach der Militärinvasion es ja noch keine Widerstandsbewegung gab in Afghanistan. Und dort ist damals wertvolle Zeit verschenkt worden, auch natürlich durch die Ablenkung dank des illegitimen Waffenganges im Irak. Dort ist wertvolle Zeit verschenkt worden, die man in stärker Koordination mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Akteuren vor Ort hätte nutzen können. Hinzu kommt, dass die USA einer unheiligen Tradition gefolgt sind, zumindest teilweise mit Warlords Kooperationen abzuschließen, um militärische Sicherheit in den Randregionen Afghanistans zu garantieren. Auch das ist etwas, was zur Korruption und zur fehlenden Legitimität
Legitimität von politischen Institutionen beigetragen hat. Insofern ist das ein selbstverschuldetes Chaos, was jetzt dort produziert worden ist. Und wir müssen damit rechnen, dass in der Zukunft dort auch weiterhin Aktivitäten stattfinden, die die USA oder auch andere westliche Staaten aus wohlverstandenem Eigeninteresse zum Schutz der Bevölkerung in Afghanistan, aber auch der Anrainerstaaten zum Handeln zwingen werden. Ganz kurz noch, Herr Wertz, die Taliban brauchen ja ganz dringend Geld. Die Währungsreserven liegen zum Großteil in den USA beim Internationalen Währungsfonds. Werden die USA das Taliban-Regime letztlich anerkennen und mit ihm kooperieren? Eine formelle Anerkennung ist so gut wie ausgeschlossen, zumindest in absehbarer Zeit. Aber es ist auch klar, darauf drängen auch die europäischen Partner und zu Recht, dass man jetzt nicht, nachdem man alle Fahnen und Flugzeuge eingepackt und in Nacht und Nebel sich aus dem Staub gemacht hat, sagen kann, uns interessiert jetzt nicht mehr, was in dem Land passiert. Das heißt, man wird einen Modus vivendi, eine Umgangsform finden müssen, mit diesem neuen Regime zu arbeiten. Das wird politisch hohe Kosten verursachen für den Präsidenten in den Vereinigten Staaten und wird auch jetzt schon von den politischen Gegnern genutzt. Insofern ist das eine Konsequenz aus der Entscheidung, die Präsident Biden getroffen hat, die ihn noch bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 verfolgen wird. Und zum Abschluss, Frau Kirchner, warum eigentlich nicht mehr? Warum Afghanistan eigentlich nicht betrachten wie Saudi-Arabien oder den Iran? Islamische Diktaturen, in denen die Menschenrechte großteils missachtet werden, aber mit denen der Westen trotzdem halbwegs kooperiert? Also ich denke, darauf könnte es ja hinauslaufen. Herr Professor Wertz hat es ja gerade gesagt, wir sind ja noch in der Findungsphase. Und ich denke, natürlich müssen wir sehen, dass wir mit den Taliban ja schon seit einigen Jahren sprechen und verhandeln und es sich ein bisschen etabliert hat, als ob sie zumindest das, ja, die zweitbeste Lösung ist, die wir jetzt für Afghanistan haben. Ich denke, man muss jetzt erstmal abwarten, also was für eine Regierung sich jetzt formiert, wie sich das Regime etabliert und ob es eben, wie das eben in Saudi-Arabien und im Iran der Fall ist, eben wirklich auch stabilisierend wirken kann. Denn das ist, glaube ich, noch keineswegs ausgemacht. Aber natürlich wird das auch wieder die Frage sein, welche Kompromisse werden wir machen müssen, welche Bedingungen können wir stellen und sind wir eben, ja, sind wir unehrlich, wenn wir sagen, mit den Taliban arbeiten wir nicht zusammen, weil wir eine Vorgeschichte haben, aber mit Saudi-Arabien machen wir Kompromisse. Ich denke, entscheidend wird die Frage sein, welche Stabilisierungsleistung können die Taliban bieten und welche Außenpolitik werden sie denn jetzt weiter verfolgen. Ich denke schon, dass man sich da früher oder später auch einfach mit Blick auf das Leid der afghanischen Zivilbevölkerung hier arrangieren werden wird. Frau Dr. Kirchner, Herr Professor Wertz, vielen Dank für diese Analysen live aus Altbach und aus Berlin. Guten Abend. Vielen Dank, Herr Wolf.